Hallo Freunde, willkommen zurück zu Cyberpunk. Zuerst eine kleine Bemerkung zu einem Kommentar in der letzten Episode. Und der Kommentar war zu einer Bemerkung, die ich gemacht habe. Ich habe in das Inventar geguckt und gemeint, ey, super, eine ikonische Schrotflinte. Die ist natürlich nicht ikonisch. Ich habe das gesagt aufgrund dieser Leiterplattenoptik dahinter. Aber die Leiterplatten hier sind eher bläulich als eher golden. Golden ist ikonisch, bläulich ist ausgerüstet. Viel Erfolg, viel Glück. Dementsprechend, ja, das brauchen wir nicht. Und dementsprechend zerlegen wir das auch. Weil, ist ja nichts Besonderes. Wupp, wupp, damit ist das schon mal geklärt. Was treiben wir heute? Als erstes nehmen wir allen Mut zusammen und verlassen das Zimmer hier und dann will ich einmal ins Apartment von V und mit ihm sprechen. Ich habe das Gefühl, das ist wichtig. Denn wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo wir mit den Missionen für Johnny anfangen können. Und das ist natürlich ein Punkt, den ich schon lange mal erreichen wollte. Was denn? Noch ein paar dreckige Worte über die Porzellanschlampe? Scheiße. Achtung. Oh, uns geht's gar nicht gut. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Wird super. Herrlich. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Okay. Stimmt. Man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Sieht fast so aus. Was ist das für ein Haus? Altes Hotel. Das Piste Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit, ich will dir was zeigen. Jetzt bin ich gespannt. Hattest das Pseudo-Endotrizin in der Hand? Ohne das kann ich den Körper ja nicht bewegen, oder? Dein komatöses Ich wollte mich auch eifrig loswerden. Hat sich sogar ziemlich gewehrt. Warum wohl? Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Das ist ein ziemlich heftiger Trip gerade. Okay, ich glaube dir. Danke. Ja, bitte, gern geschehen. Jetzt hätte ich eine Wahl. So, du wolltest... Ja. Nur mal so fürs Protokoll. 40% geht dich, aber 25% mit Johnny. Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Ich muss hier nur ein paar Zentimeter hoch und mich nach vorne fallen lassen. Wie schlimm kann es sein? Claymore-Mine auf der anderen Seite. Fallen lassen. Siehst du. Ganz einfach. So leicht kommt man durch ein Fenster. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wäre schön. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Jetzt bin ich gespannt. Und hoffen, dass es nicht verderblich war. Unsichtbar ist es. Ist das deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. 50 Jahre alt. Mexiko-Krieg? Als ich jung und dumm war, habe ich mich bei einer Konzerntruppe gemeldet.
In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal, wofür man kämpft. Und das hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert. Dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen, das würde ich auch gerne tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Ich will nicht, dass du wie ich daliegst und Zeit vergeudest. Yay. Deshalb auch der Kommentar wegen diesem Panzer bei Panem. Da gab's ja von Johnny auch negative Ansichten. Also, warum schreibst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Für dich? Du bist in meinem Kopf. Also wenn ich mir eine Kugel einfalle, ist es für uns beide. Also komm, ja. Ab. Würde ich. Die Marke hat mal einen Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Ich würde das auch für dich tun. Danke. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Nicht wirklich. Hast du eine bessere Idee? Noch nicht, aber eine Bitte. Und zwar? Adam Smasher, der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt, in alle Winde verstreut. Okay. Würde ins Konzept passen. Der ist eine Legende. Machen wir nieder. Smasher, plötzlich denkst du an den? Beim letzten Mal hatten keine wir... keine Gelegenheit, Hallo zu sagen. Deshalb müssen wir ihn finden und kalt machen. Keine Sorge. Bei dem, was ich vorhab, findet der uns. Oh ja. Okay, verstanden. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Rogue. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Das weiß ich nicht. Das stimmt nicht. Ich soll's Rogue also sagen? Das alles? Wow, Nahkampf? Ich glaube, das übernehme ich lieber. Persönlich. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Okay. Infos wären toll. Bereit? Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, Satan hat mich rausgeschmissen. Wie geht's denn so? Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Mit literweise Alkohol und... alles, was so dazugehört. Nikotin und Drogen. Also, illegale Drogen. Was soll's, er ist jetzt lang genug bei uns im Kopf eingesperrt. Geben wir ihm mal ein bisschen die Zügel. Wie schlimm kann's schon werden? Okay, ich mach's. Für dich. Weiß ich zu schätzen, danke. Bring mich zum Afterlife. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Na, in meinem Herzen? Ja, Panem redet nicht mehr mit mir. Ja. Hotel Piste Sophia? Hieß es so? Guter Ort zum Sterben. Hervorragend. Aber nicht heute. Nein, bist du dappig. Ich wollte nur gucken, wie tief es runtergeht. Nicht springen oder... noch Schlimmeres. Okay. Und damit hätten wir die Mission Tapeworm geschafft. Und wir stecken jetzt noch eine Weile in den Nebenmissionen von Johnny.
Wie gesagt, darauf habe ich ein bisschen hingearbeitet und bei einigen Missionen müssen wir ein paar Entscheidungen treffen, die fürs Finale wichtig werden, aber da verrate ich jetzt mal noch nicht mehr. Vielleicht habe ich sogar schon zu viel verraten. Trotz allem, das Afterlife ist in der Nähe von unserem Apartment, wenn ich das richtig weiß. Und da wollte ich kurz vorbei. Okay, was mache ich im Apartment? Hauptsächlich ein bisschen mal nach der Ausrüstung gucken. Denn, ja, ein paar Sachen möchte ich einlagern. Zum Beispiel den Revolver von River. Den werde ich nicht benutzen, aber den lassen wir hier. Nicht, dass er irgendwie aus Versehen mal verkauft wird oder zerstört wird. Das Schwert war ein toller Preis. Und das lassen wir auch erstmal hier. Das müsste an der Wand landen. Genauso wie der Revolver von River im Übrigen. Und hier ist das Schöne. Das hat eigentlich eine hundertprozentige Trefferchance, also kritische Trefferchance, solange wir in einem Berserker-Modus sind. Wir benutzen keinen Berserker-Modus, wir benutzen Hacking. Aber unterm Strich wäre das eine ziemlich gute Sache, wenn man ein etwas anderes Bild hat. Auf der anderen Seite, so schön der Berserker-Modus auch ist und so toll Schwerter sind, ich will die Trefferchance ja nicht für die roten Zahlen, sondern um immer wieder den Kurzschluss auszulösen. Und obwohl die schönen großen roten Zahlen echt super sind, der Kurzschluss macht eigentlich noch viel mehr Schaden, wenn der immer häufiger kommt. Und an diese Kurzschlussgeschichte kommt man nur mit legendären Quick Hacks und die kriegt man nur, wenn man Intelligenz 20 hat. Und Intelligenz 20, dann hast du so viel investiert, dann willst du hacken und nicht den Berserker-Modus investieren. Also das hier ist was für schöne große Zahlen mit einer ziemlich anderen Skillung, die auch viel Spaß machen kann. Aber wir bleiben erstmal bei Satori. Oh, und ich wollte hier ein paar Stiefel mitnehmen. Moment, wir haben keine Stiefel mit mehreren Modplätzen. Interessant. Sehr interessant. Okay, wir haben das Scharfschützengewehr von Panna. Wir haben den Revolver von River. Schade. Das Schwert von Oda kommt nicht an die Wand. Doch, hier ist es. Natürlich. Aha. Und oben drüber ist der Platz für Satori. Aber das benutzen wir ja. Dementsprechend. Bitte noch Luft. Meine Güte, das sind noch eine ganze Menge Waffen, die an der Wand landen könnten. Wenn man bedenkt, wie viele ikonische Sachen wir schon hier im Inventar haben. Junge, Junge, da habe ich noch einiges zu finden, wenn ich die Sammlung komplett machen will. Ansonsten den Traumfänger von Misty für das Einsammeln aller Tarotkarten haben wir jetzt hier. Und ja, unsere Sammlung hier wird immer vollständiger. Super Sache das. Dann würde ich sagen, zeige ich euch gerade noch eine Kleinigkeit oder zwei. Und zwar, ich kann ja Armadillo herstellen. Das haben wir im Let's Play geholt. Habe ich euch ja gezeigt, wo man das findet. Und ich stelle jetzt einfach mal ein paar davon her. 10 oder 20 Stück. Sollte nicht lange dauern. Und einige davon werde ich auch kostenlos kriegen, aufgrund der Skillung, die wir benutzen. Haben wir, ich glaube, 25% Chance, dass wir es kostenlos erhalten. So, ich glaube, das müsste dann erstmal gut sein. Und dann schauen wir nochmal ins Inventar. Hierher. Und ihr seht, jetzt haben wir die Armadillos hergestellt. Wir haben ganz normale Armadillos. Wir haben aber auch grüne Armadillos, blaue Armadillos und sogar einige epische Armadillos gekriegt. Und die epischen, die machen schon ganz gut Panzerungsbonus. Tenacity nehmen wir mal raus. Dafür packen wir hier einen epischen Armadillo ein. Dann habe ich
bei der Hose normal, blaue Armadillos, die ich jetzt auch mal ersetze durch epische. Und ich wollte noch unseren Hut verbessern auf episch. Das müsste auch funktionieren. Upgrade. Da haben wir den Hut. Materialien haben wir. Soweit so gut. Eigentlich müsste ich jetzt speichern, aber das... Okay, das lief nicht so, wie ich das wollte. Schlecht. Ja, und für den Hut haben wir auch keinen... Ah, okay. Ich habe nur die Panzerung ein bisschen verbessert. Schlecht. Das heißt, ich brauche ein Schema für so einen Cowboy-Hut, damit ich den in episch herstellen kann. Wie auch immer, wir haben jetzt einen Panzerungswert von 1622. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und hauptsächlich... Was haben wir da? Johnny's Tanktop. Jo. Ich bin im Überlegen, hier einige Armadillos reinzupacken. Solange Dead eigentlich funktioniert, könnten wir eigentlich das T-Shirt anziehen. Und das war schlecht. Okay. Dann lasse ich Johnny's mal noch im Apartment. Rüste das andere noch mit einigen Armadillos aus und dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Okay, da sind wir. Mission Spellbound. Schauen wir gleich mal. Job von Nix. Sprich mit Nix. Nah. Chippin' in. Begib dich zum Afterlife. Das kriegen wir hin. Ansonsten, ja, ich hab's jetzt mal nicht so sehr übertrieben, aber erhöht Panzerung um, ja, viel. Sollte helfen. Wir sind jetzt bei 2219. Durch die Skillung kriegen wir ja auch noch für die technische Fähigkeit. Seht ihr links, jedes Level erhöht deine Panzerung 5%. Das haben wir auf 16. Das heißt, je mehr wir Armadillo packen und je höher unsere technische Fähigkeit ist, desto mehr Panzerung kriegen wir. Das kann man auch ganz schön übertreiben und wir werden auch noch ein bisschen aufbauen. Aber im Moment ist das mit der Extra-Panzerung einfach besser als diese ganzen Data-Geschichten, die im Moment nicht funktionieren. Würde ich sagen. Willkommen zurück, Junge. Hi, alter Mann. Also, bereit. Rogue müsste gleich hier sein. Okay, nochmal. Du redest mit Rogue nur über Smasher, ja? Dann kriege ich das Steuer zurück und du wechselst zur Beifahrerseite? Das ist der Plan. Keine Sorge, ich bin vorsichtig. Gefällt dir vielleicht sogar. Eigentlich bereue ich es jetzt schon. Total. Okay, die Nachricht von Takemura lesen wir ein andern Mal. Okay. Wir haben jetzt erstmal noch andere Sachen. Aber das Wichtigste haben wir gesehen. Er lebt noch und ihm geht es soweit gut. Wird auch endlich Zeit. Du siehst irgendwie anders aus. Neue Frisur oder so? Schön, dass du noch mit uns redest. Schön, wieder da zu sein. Du warst ja nicht lange weg. Was darf sein? Tequila Old Fashioned. Aufgefüllt mit Bier und etwas Chili obendrauf. Sylvain Spezial. Hat hier lange keiner mehr bestellt. Ja, der letzte war, glaube ich. Wie hieß der noch gleich? Hat jetzt auch einen Drink hier. Super. Johnny, übertreib's nicht. Na, gib mir noch einen. Na klar. Ich hätte vorher ein bisschen Geld zur Seite legen müssen. Jetzt reicht's aber, Johnny. Sack und Asche. Ja, lass doch einfach eine Schubkarre mit den Zutaten da. Weißt du, was ich
brauche? Steht's auf der Karte? Information. Cassius Ryder. Atmet der noch? Der Tattoo-Typ. Hab ihn hier ewig nicht gesehen. Wirst mal zu ihm gehen müssen. Arbeitet in Watson, Pershing Street. Oh, Johnny. Also welches willst du? Den Ziegenbock oder das andere? Ich habe jetzt irgendwie Angst davor, was das andere ist. Schwere Entscheidung, verstehe ich. Ich habe wirklich Angst davor, was das andere ist. Ich meine, wir haben nicht mal mit Rogue gesprochen. Wir haben sie noch nicht gesehen. Das heißt, was auch immer Johnny hier macht, ist nicht vereinbart. Ach, was soll's. Wie lächerlich kann's sein. Im Zweifelsfall nehmen wir uns den Arm ab oder was auch immer wir uns tätowieren lassen und machen einen Ersatz hin. Das andere wird ihm gefallen. Ganz bestimmt. Jeremiah Grayson hat gehört, er arbeitet für Smasher. Aber das weißt du nicht von mir. Hey, wer warst du noch gleich? Ja, man kann sagen, wir hatten was gemeinsam. Ruby Collins. Erst hab ich sie gevögelt, dann Grayson. Okay. Das ist mal was anderes. Aber ich weiß jetzt schon, wie die Episode heißt. Ihr wisst es natürlich auch, aber hey, Zeitreisen und so. Hey, Drinkmixer. Aha. Immerhin ist es jetzt schon Wodka. Ich hab das Gefühl, das wird nicht viel besser. Wer bitte isst einen Cheeseburger mit Messer und Gabel? Und es sieht immer noch abgebissen aus. Links oder rechts? Ich glaube, ich hab was Besseres. Hey! Ah. Supers! Du hast von mir gehört? Verschwinden wir! Rote oder blaue Pille? Und das mit Keanu Reeves. Entschuldige mich mal kurz, muss nur noch was erledigen. Jo. Eure auch. Zurück an die Arbeit. Ich mach den Wichser fertig. Okay, das war vielleicht die falsche Eingabe. Ich warte draußen. Aha. Du wartest auf mich? Oh, das geht schief. Komm zu mir. Oh, das geht so schief. Wohin? Martin Street. Aber nimm einen Umweg. Ich stehe in dir. Hast du Feuer?
Wir hätten tot sein können. Ruby. Vielleicht rufe ich... Ich rufe... Reiß dich zusammen, Ruby. Ich muss mit Grayson reden. Was treibt Johnny eigentlich? Ich meine, er hat ein klares Ziel. Er will zu Smasher. Das ist... Easy peasy. Hallo, Night City. Ich habe immer noch Angst davor, was wir jetzt als Tätowierung haben. Spuckst du immer nach dem Aufwachen? Können wir über was anderes reden? Klar. Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass du mir bekannt vorkommst. Oh, Johnny hat's dir gesagt. Johnny. Klingst nicht überrascht. War ich, aber jetzt nicht mehr. Du erinnerst dich sicher nicht. Nur an Fetzen, nicht an alles, Gott sei Dank. Er hat mich morgens angerufen. Ich dachte, du bist es. Und ich dachte, schon süß. Schade nur, dass er völlig am Rad dreht. Total. Wolltest es selbst sehen, hm? Kranke Neugier? Mhm. Und ich fand Johnny Silver. Ah, immerhin hat er wenigstens einen Teil der Abmachung eingehalten. Fühlt sich komisch an, dass du es weißt. Dein Gesicht verändert sich. Du siehst aus wie Vee. Aber das fiese Grinsen erkenne ich wieder. Wie er redet, sich bewegt, raucht. Ja, ich war mal nicht Raucher. Ich weiß, ihr zwei seid so unterschiedlich. Also keine Sorge. Keine Sorge. Klar. Ich mach mir keine Sorgen mehr. Da bin ich dran vorbei. Und zwar lachend. Smasher, hat er dir von ihm erzählt? Ja. Hätte nicht gedacht, dass er zurückkommt. Johnny hat rausgefunden, wie er ihn kriegt. Warte. Grayson? Jeremiah Grayson arbeitet für Smasher. Johnny hat den Tipp von irgendeiner Stripperin. Ebunike. Mehr nicht. Aber ich sehe, was ich tun kann. Wir kriegen diesen Hurensohn. Uff. Weißt du, was Smasher inzwischen gemacht hat? Ist nach dem Angriff auf den Saka Tower 2023 verschwunden. Alle dachten für immer. Dann taucht er wieder auf, macht ein paar Jobs für Arasaka und verschwindet wieder. Den hat seit Jahren keiner gesehen. Außer Grayson, wie es aussieht. Ich habe ihn auch gesehen. Hotel Arasaka. Kann ich irgendwie helfen? In dem Zustand bist du fast nutzlos. Ich hole dich an, wenn ich was weiß. Okay. Was passiert denn jetzt noch? Unglaublich, dass der Bastard in deinem Kopf steckt. Jo. Nicht den Briefumschlag erschießen. Viel mehr sind wir gerade nicht. Aufstehen ist, glaube ich, jetzt keine gute Idee. Andererseits, wo zur Gehörnten sind wir? Ich hoffe, es gehört nicht uns. Oh, fuck. Genau der, den ich sehen wollte. Aha. Was für eine Tätowierung. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hab doch die Ziege genommen. Ach, du wolltest doch nur mit Rogue reden. Hab doch mit ihr geredet. Und die Stripperin? Prügelei? Das Tattoo? War alles notwendig. Musste Rogue ja was Echtes liefern, oder? Oh, Junge. Ebunike? Graysons Spur soll uns zu Smasher führen? Eine Spur zu einer Spur. Meinst du, die ist echt? Echt genug für Rogue. Jetzt hör auf zu jammern und lass uns abhauen.
Ach, ernsthaft? Die Tätowierung war notwendig? So. Kurzer Blick auf die Karte. Wo zur Gehörnten? Meine Straße. In Watten. Das ist... keins von unseren. Okay. Das war sehr unschön. So, einmal hier nix. Ja, das ist ein Fixer im Afterlife. Glaube ich. Und Takemura. Der lebt noch. Lebt und unverletzt. Okay, und das scheint unterwegs zu sein. Wow. Sag und das ist ja schnell. Im Moment warte ich an einem sicheren Ort. Du hast ja alles... du hast ja selbst gesehen. Man kann nur schwer erraten, was in ihrem Kopf vorgeht, aber ich habe das Gefühl, dass sie bereits einen Plan ausheckt. Er spricht gerade von Lady Arasaka. Ich vertraue ihr und das solltest du auch tun. Wir hören uns, wenn man sich verbeugt, denn nur vor jemandem mit höherem Rang. Okay. Dies sind weise Worte, die mir im Leben oft weitergeholfen haben. Ich hoffe, dass es dir genauso gehen wird. Was hast du jetzt vor? Du weißt, wovon ich rede? Das will er hören. Ob wir das dann auch wirklich machen, weiß ich nicht. Im Moment bin ich mir nicht mehr sicher, dass das wirklich Takemura ist. Das könnte auch... ein Trick von Arasaka sein. Das könnte ein Archivbild sein. Wir haben Hanakos Brieftaubenbombe gefragt, wie es aussieht, ob es ihm gut geht. Das könnte eine Antwort sein, die benutzen sein Gerät, aber soweit wir wissen, könnte er hinüber sein. Ich glaube jetzt nicht dran, aber... das ist jetzt irgendwie in die falsche Kante gerutscht. Also die beiden sollten eigentlich drunter sein. Perfekt, das ist die einzig vernünftige Entscheidung. Wie zuerst hattest du nur mich an deiner Seite, jetzt sie und bald ganz Arasaka. Selbst wenn du deinen Körper aufgibst, gib niemals deine Ehre auf, weiche niemals vom Pfad ab. Miyamoto Musashi. Okay. Oh. 30% mit Johnny. Er hat sich schon ein bisschen verbessert, weil wir ihn haben Party machen lassen. Okay, dann würde ich aber sagen, das war's für heute. Sonst wird die Episode zu lang. Und unter der Woche wolltet ihr ja kürzer hören. Eigentlich habe ich auch schon wieder ziemlich überzogen für das, was ich unter der Woche vorhatte. Das heißt, hier geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dann, macht's gut. Hallo, John Steif. Ciao, Freunde.